Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Ultrasonne und Ultramond Wi-Fi Battle hier auf diesem Kanal. Und heute zeige ich euch meinen dritten Kampf vom CPP Heatwave, also vom letzten CPP. Und falls ihr die letzten Kämpfe nicht gesehen haben solltet, hier ein kleiner Spoiler. Also ich würde euch diese auf jeden Fall erstmal ans Herz legen, weil man da auf jeden Fall einiges draus mitnehmen kann. Aber ich spoiler jetzt, und zwar haben wir die ersten beiden Kämpfe gewonnen, beziehungsweise hatten wir in der allerersten Runde einen Free-Win und danach habe ich die beiden Kämpfe danach gewonnen. Somit bin ich jetzt in der vierten Runde und wenn ich diesen Kampf gewinne, bin ich in den Top 16 und selbst wenn ich ihn verlieren sollte, bin ich in den Top 24. Das heißt, wenn ich ihn verliere, habe ich einfach einen weiteren Kampf zusätzlich und wenn ich gewinne, habe ich erstmal in den Top 24 einen Free-Win, weil ich ja schon mal in den Top 16 bin, weil ich bis dahin alles gewonnen hätte. Ich verlinke euch einfach mal in der Beschreibung das Bracket-System genauer, dann könnt ihr euch eine Übersicht verschaffen und vielleicht versteht ihr dann auch genauer, wie das System funktioniert. Auf jeden Fall kämpfen wir heute gegen Silverschein, und zwar Sarah, und zwar hat er dabei, ja, wir sehen hier ein weibliches Profilbild, aber ist es trotzdem ein R, haben wir hier ein Kapuriki auf seiner Seite, ein Cesurio, ein Megaschlappohr wahrscheinlich, ein Schanera, Demeteros in der Tegas-Form und Heatran. Und das sieht mir irgendwie nach Chancy Offense aus oder so, also auf jeden Fall ein sehr offensives Team, aber dann mit einem Schanera, was so ziemlich die ganzen speziellen Attacken abfangen soll. Aber ich sah mal wieder, dass mein Kaleo super stark gegen das Team aussieht, denn er hat eigentlich nicht wirklich den Kampf-Switch-In. Das Einzige, was er natürlich reinwechseln könnte, wäre Kapuriki und Demeteros, aber die wollen auch nicht in ein Siedewasser oder in eine Hydropumpe reinkommen. Das heißt, ich muss nur gut predikten und dann habe ich eine gute Möglichkeit, irgendwas wegzuhauen. Aber natürlich kann auch sowas wie Restadero super viel Arbeit leisten, denn bis auf Kapuriki hat er keinen wirklichen Check und wie gesagt, er hat eine sehr, sehr große Kampfschwäche. Das heißt, da könnte Restadero auch das ein oder andere machen, wenn ich Kapuriki etwas angechippt habe. Ja, auf meiner Seite sehen wir weiterhin ein Megabisaflor, Kapuriki, Kaleo mit dem Walschall, Kapuriki nebenbei mit dem Walglas, Demeteros T mit dem Flugzeitkristall, ein Heatran mit den Überresten und Restadero mit dem Elektrosamen. Und ich glaube, dass es eigentlich relativ wenig noch zum Matchup zu sagen gilt, deshalb würde ich sagen, starten wir einfach mal jetzt in den Kampf. Bisher hatten wir ja schon zwei sehr spannende Kämpfe. Mal schauen, ob dieser Kampf genauso spannend wird. Auf jeden Fall habe ich mich hier dazu entschieden, mit meinem Megabisaflor zu leaden, weil ich mir dachte, dass er vielleicht mit seinem Kapuriki leaden möchte. Und dann habe ich die Möglichkeit, schon mal ja, eine Egesamen-Attacke rauszufeuern oder direkt eine Matschbombe oder was weiß ich nicht was. Auf jeden Fall war halt der Kapuriki-Lead so in meinem Kopf drin, dass er wahrscheinlich damit leaden wird. Und deshalb habe ich dann eine ganz gute Option. Oder auch gegen Cesurio wäre das ganz gut gewesen. Oder auch gegen eigentlich viele Pokémon aus seinem Team. Und tatsächlich, er leadet mit seinem Kapuriki, was natürlich perfekt für mich ist. Das heißt, ich habe erstmal die Möglichkeit, in die Mega zu gehen, während er natürlich hier rauswechselt. Tatsächlich hat er hier keinen Voltwechsel im Set, sondern die Kehrtwende. Vielleicht ist das also ein Set-Kristall-Set. Sieht man ja gerne mal, oder die Schuke-Beere oder was weiß ich nicht was. Deshalb, ja, ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Information. Ich entscheide mich hier für die Egesamen, weil die Sache ist, dass er sowas wie Heatran in der Hinterhand hat, was natürlich die Matschbombe zum Beispiel abfangen würde, weshalb hier Egesamen so ziemlich mein bester Play ist. Vor allem, weil er in sein Schanera geht und das ist perfekt. Denn Schanera macht mir normalerweise nicht wirklich viel und somit kann ich eigentlich sogar drin bleiben, aber ich habe auch hier die Option gesehen, dass ich direkt in mein Heatran reingehen kann und schon mal die Tarnsteine raushole, wenn er mit Schanera drin bleiben sollte. Aber leider wechselt er auch raus und zwar in sein eigenes Heatran und Heatran gegen Heatran ist nie so ein cooles Matchup. Vor allem, weil wir hier auch Luftballon sehen, also das Item Luftballon, das heißt, die potenzielle Erdkräfte würde ihm sogar nichts ausmachen, wenn ich die denn im Set hätte. Aber ich möchte so oder so nicht drin bleiben, denn er kann halt auch die Erdkräfte haben und würde mich dann besiegen. Aber er geht tatsächlich auf die Lichtkanone, hat er natürlich gut gemacht, während ich mein Demeteros T gehe. War vielleicht ein bisschen offensichtlich, dass ich hier rauswechsle, aber naja, machst du nichts. Also ein bisschen doof gelaufen. Wäre ich drin geblieben mit meinem Heatran, hätte ich sogar die Tarnsteine rausholen können, aber das kannst du halt nicht erwarten. Ich dachte in dem Schaden, dass das vielleicht so ein Spec-Set sein könnte, also ein Wahlglas-Set. Es muss auf jeden Fall offensiv sein und es hat mir viel zu viel Schaden gemacht. Deshalb bin ich in Kaleo reingegangen, was ja auch so ziemlich alle anderen Attacken abfangen sollte. Und eine Erdkräfte sollte hier auch nicht mehr kommen, weil ich wollte mein Kaleo nicht in eine Erdkräfte reinschicken. Deswegen bin ich nicht schon vorher in mein Kaleo gegangen. Und hier predikte ich jetzt tatsächlich sein Switch-In in sein Schanera. Leider bleibt er aber drin mit seinem Demeteros T. Ist ein bisschen blöd gelaufen, weil ja, er hat wahrscheinlich einen Walschall.
dachte ich dann zu dem Zeitpunkt, weil er eben drin geblieben ist und dachte, okay, er könnte auf Kehrtwetten gehen. Aber wäre ich einfach auf Siedewasser gegangen, dann wäre der Meteorosti weg gewesen. Also hätte ich das gewusst, wäre es natürlich super für mich gewesen, aber konnte ich zu dem Zeitpunkt logischerweise nicht wissen. So, die Sache ist natürlich, dass es jetzt relativ offensichtlich ist, dass ich in mein Carbrücki gehe. Ich hätte das also durchaus blicken können hier, dass er vielleicht irgendwie auf die Kehrtwende geht oder so. Aber nein, ich bleibe natürlich safe, weil ich will mein Caddy aktuell noch nicht abwerfen. Tatsächlich, glücklicherweise bin ich safe gegangen und habe hier nicht predicted, denn er geht auch sicher auf den Zauberschein. Ist auch sein bester Play. Erstmal sicher spielen, denn man weiß ja nie, was ich hier an dieser Stelle so machen möchte. Ich habe hier wieder die Möglichkeit gesehen, auf die E-Gesamt zu gehen, denn egal was passiert, ich kann mich ein bisschen gegenheilen und kann vielleicht auch wieder einen Switch vom Gegner forcieren. Er wechselt wieder in seinen Scharnierer rein und wir wissen ja, dass Scharnierer eigentlich nichts gegen mich macht und Egesam halt auch noch super viel heilen. Das heißt, selbst wenn er auf Geowurf geht, ist mir das so ziemlich egal. Ich entscheide mich trotzdem dazu, auf meinen Kaleo zu gehen und selbst wenn er hier auf Geowurf geht, kann ich mich dann trotzdem noch ganz gut mit den Egesam hochheilen, weil jetzt kann ich mit Kaleo sehr schön offensiven Druck aufbauen, weil Kaleo ja hier in einer sehr guten Situation ist, dadurch, dass er natürlich den Mystoschwert hat. Oder das Mystoschwert vielmehr, um Scharnierer zu treffen. Und tatsächlich bleibt er sogar drin, was natürlich super für mich ist, aber leider reicht das nicht aus und er geht auf ein Weichei. Aber dadurch, dass wir die Egesam draußen haben, wird er auf Dauer das Matchup nicht gewinnen können. Weil ich ihm so viel Schaden mache, dass er sich niemals gegenheilen kann. Das heißt, noch ein Mystoschwert sollte ihn hier eigentlich auch schon besiegen. Und normalerweise müsste er jetzt auch rauswechseln. Weshalb ich hier das Ganze predikte, dass er rauswechselt in Demeteros T oder in sein Carbrücki. Weshalb ich dann wiederum in mein eigenes Carbrücki gehe. Vor allem, weil ich jetzt erstmal schauen wollte, okay, was macht der? Ich kann dann nämlich, falls er doch irgendwie drin bleibt, dann wieder Volt wechseln und so weiter und so fort. Carbrücki war halt einfach generell ein guter Pivot hier an dieser Stelle. Er bleibt tatsächlich drin. Und das hat mich ein bisschen gewundert gehabt, denn ich hätte echt nicht gedacht, dass er hier drin bleibt, auch wenn natürlich jetzt mit Carbrücki ich ja nicht viel verliere, weil ich kann halt auf Voltwechsel gehen, kann dann wieder in Kaleo oder so gehen, ist kein Problem. Deswegen habe ich auch diesen Switch gemacht, weil es halt so ein guter Midground-Play ist. Trotzdem hätte ich echt nicht gedacht, dass er hier drin bleibt, weil wir hätten dieses Scharnierer wegbekommen und jetzt kann er auch nochmal ein Toxin rausfeuern. Also natürlich gut gemacht von ihm. Wie gesagt, hätte ich so nicht gedacht, weil wenn Scharnierer weg ist, kann ich einfach so ziemlich mit Siedewasser durchgehen. Also natürlich nicht komplett durchgehen, aber er hat dann nicht mehr wirklich was, was er eine Wasserattacke von meinem Kaleo reinwechseln möchte. Naja, egal, ist natürlich seine Entscheidung gewesen und hat natürlich auch gut für ihn geklappt. Er wechselt hier in sein Demeteros T rein und die Sache ist natürlich, predikte ich jetzt das hier mit der Wasserattacke oder gehe ich auf die Kampfattacke, weil bisher gab es ja viele 50-50s und diesmal predikte ich das, ich gehe auf Siedewasser und somit kann ich Demeteros T weghauen. Schon mal sehr, sehr nice, denn somit hat er schon mal einen Kampf-Switch in weniger. Also ja, hier habe ich mal die 50-50 immerhin gewonnen. So. Die Entscheidung liegt natürlich jetzt hier klar auf der Hand, dachte ich mir, dass er wieder in seinen Scharnierer gehen wird, weil ich jetzt auf Siedewasser gelockt bin, aber er geht tatsächlich in Kaleo, ist aber auch natürlich eine gute Option, um schon mal einen Mogi rauszufeuern und ein bisschen Schaden auf Kaleo zu bekommen. Die Sache ist aber, dass ich hier ohne Probleme dann in mein Bisaflor reingehen kann. Natürlich bin ich eher speziell defensiv, aber vor allem, wenn er hier auf den Mogi geht, dann ist mir das total egal, weil Mega Bisaflor auch so oder so sehr bulky ist. Tatsächlich kommt hier auch ein Mogelhieb und damit ja, sehen wir auch direkt, das macht nicht viel Schaden und Bisaflor wird auch eine Rückkehr noch ganz gut tanken. Das heißt, ich kann mich auch dagegen ganz gut gegenheilen. Und leider misse ich hier die Egesam, was super unlucky war, weil Egesam war halt hier mein bester Play, denn wenn er drin bleibt, bekomme ich so viel KP zurück, dass ich wieder auf Synthese gehen kann. Wenn er rauswechselt, ist das noch besser, vor allem wenn er wieder in Scharnierer geht. So muss ich hier rauswechseln, weil Bisaflor noch ein super wichtiges Pokémon ist. Es kann auch ein 1v1 gegen dieses Scharnierer gewinnen. Deshalb entscheide ich mich dazu, in mein Demeteros T zu gehen, das so ziemlich abzuwerfen, auch wenn es ein bisschen schade ist. Demeteros T wäre nicht schlecht gewesen, aber auch nicht super gut, deshalb kann ich es hier auch abwerfen. Jetzt kann ich mich wieder dazu entscheiden, in mein Kaleo reinzugehen, denn ich werde natürlich jetzt hier mit der Kampfattacke dieses Schlappohr besiegen können. Und er entscheidet sich tatsächlich dazu, in Scharnierer zu gehen und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Denn ich gehe auf Siedewasser, denn ich wollte Carbrücki weghauen, weil die Sache ist, wenn Carbrücki weg ist, gewinnt mein Restadero. Und das war aktuell mein Gameplan. Ich versuche hier nicht mit Kaleo zu gewinnen, sondern ich versuche mit Restadero zu gewinnen. Und wenn sein Carbrücki weg ist oder stark angechippt, gewinnt dieses Restadero. Deshalb bin ich auf Siedewasser gegangen, in der Hoffnung, dass er auf Carbrücki geht, weil ich dann super schönen Schaden darauf bekomme. Leider geht er an Scharnierer, was ich nicht verstanden habe. Weil wie gesagt, er kann das Ding eigentlich nicht abwerfen, weil er es eigentlich als Check auch noch gegen Kaleo braucht. Also gegen mein Scarf Kaleo, weil Scarf Kaleo hier so ziemlich durchgeht. Außer er weiß immer noch nicht, dass ich Scarf bin, aber das glaube ich halt nicht. Deswegen, ja, hat mich das ein bisschen verwundert, wieso er hier so mit seinem Scharnierer letztendlich ziemlich achtlos gespielt hat, weil er dieses Pokémon doch eigentlich
brauchte, dachte ich zumindest. Naja, egal. Ich kann hier das Ganze nutzen, um wieder in mein Bisaflor reinzugehen, wieder auf eine schöne Range zu holen. Denn ich brauche noch einen Check gegen dieses Schlappohr, weil Schlappohr durchaus gefährlich sein kann. Und deshalb ist Bisaflor wieder hier auf vollen KP fast und somit jetzt in einer sehr guten Position. Ich gehe hier weiter auf die Synthese, denn ich möchte erstmal auf volle KP kommen, bevor ich weiter auf die Egesamen gehe oder eine Matschbombe raushaue oder was weiß ich nicht was. Deshalb, ja, ist das hier mein Gedanke gewesen. Er entscheidet sich dieses Mal tatsächlich für einen Eisheap, wobei es schwächer ist als Rückkehr, aber hat wahrscheinlich auf einen Freeze gehofft oder so. Und das bietet mir natürlich die Möglichkeit, die Egesamen jetzt ohne Probleme rauszuhauen. Das heißt, selbst wenn sie gemisst hätten, hätte ich dann wieder auf Synthese gehen können und das wäre auch okay gewesen. Und jetzt muss er halt eigentlich schon fast rauswechseln, denn ja, er wird das Matchup nicht gewinnen. Ich kann mich immer wieder gegenheilen, ich habe die Matschbombe im Set, das wird guten Schaden auf Schlappohr machen. Das heißt, auf Dauer verliert er dieses Matchup. Ich predikte deshalb seinen Switch-Out in Chanera und gehe deswegen wieder in Kaleo, weil ich mir einfach jetzt dachte, okay, er wird in Chanera gehen. Und das ist eine perfekte Situation für mich, denn somit kann ich hier wieder relativ viel offensiven Druck aufbauen. Und ich mache jetzt hier tatsächlich nochmal einen Double, denn die Sache war, dass ich jetzt hier dieses 50-50 nicht wieder eingehen wollte. Geht er jetzt hier in Karabuiki oder bleibt er drin oder wechselt er in was ganz anderes? Und da dachte ich mir, komm, weißt du was? Heatran ist, glaube ich, sogar noch viel, viel besser gerade, weil selbst wenn er Karabuiki geht, passt das. Ich kann natürlich schön Schaden mit einem Lavasturm rausbekommen oder vor allem erstmal die Tarnsteine legen. Und das war aktuell so ein bisschen die Priorität für mich. Denn wenn ich die Tarnsteine legen kann, ja, dann ist GG so ziemlich. Also nicht ganz GG, aber ich bekomme halt Chip immer wieder auf die Pokémon, die reinkommen. Und vor allem gegen Karabuiki ist das halt super hilfreich. Weil wie gesagt, wenn Karabuiki angechippt ist, stark angechippt, geht Restladero durch dieses Team wie ein Messer durch warme Butter. Und deshalb habe ich diese hier rausbekommen, was super nice ist. Und er bekommt diese tatsächlich auch raus. Also er geht jetzt hier auch endlich mal so gesehen auf die Tarnsteine. Ich dachte schon vor vielen Runden, dass er mal auf die Tarnsteine gehen wird. Aber er tut es tatsächlich nicht. Und so bietet es mir die Möglichkeit, auch mal hier den Brüller zu drücken. Generell sein Team ein bisschen herum zu phasen. Somit bekommt alles mal ein bisschen Chip. Leider bekomme ich das Worst Case so ziemlich. Denn Schlappohr kommt rein. Ich entscheide mich mal dazu, einfach drin zu bleiben, weil er sowieso vielleicht auf Mudi gehen möchte. Und selbst wenn... Eigentlich kann ich hier Heatran so ziemlich abwerfen. Ich brauche es nicht unbedingt. Aber werfe ich es hier ab? Ja, tatsächlich, ich werfe es hier ab, denn ich brauche es, wie gesagt, nicht mehr groß und somit bekomme ich gleich einen Safe-Switch in irgendwas anderes, was natürlich auch ganz cool ist, weil ich dann wieder relativ viel offensiven Druck aufbauen kann, vor allem mit meinem Kaleo. So, Frage ist jetzt wieder. Will ich wieder dieses 50-50 eingehen? Gehe ich auf Mysto-Schwert? Gehe ich auf Siedewasser? Gehe ich vielleicht sogar auf die Hydro-Pumpe, um seinen Karabuiki abzufangen? Er geht tatsächlich in Karabuiki. Habe ich das predicted? Oder bin ich hier safe auf Mysto-Schwert gegangen? Während er hier die Tarnsteine bekommt, plus den Elektroerzeuger natürlich rausbekommt, um das Elektrofeld zu aktivieren, sehen wir jetzt, dass ich tatsächlich sicher auf Mysto-Schwert gegangen bin. Und dadurch, dass ich aber jetzt die Tarnsteine draußen habe, dachte ich mir, will ich hier nicht einfach drin bleiben und weiter auf Mysto-Schwert gehen? Weil ich habe jetzt so viel Chip mit einem zweiten Mysto-Schwert plus eben die den Tarnstein raufbekommen, sodass ein Restadero, wenn er nochmal die Tarnsteine reinkommt, dieses Ding besiegen sollte. Und tatsächlich, er geht auf die Kehrtwende und somit kommt er beim nächsten Mal, wenn er in die Tarnsteine reinkommt, in eine sehr unschöne Range für ihn. Und das ist perfekt für mich, weil dann hat Restadero die Möglichkeit, vielleicht schon zu sweepen. Er geht tatsächlich in seinen... wie heißt das Ding? Megaschlappohr, so war es. Megaschlappohr rein, weshalb ich mir nochmal dachte, okay, gut, ich will natürlich hier nicht einen Mugib abfangen, Kaleo kann ich noch behalten, aber er geht tatsächlich auf die Rückkehr. Ich bin mir immer noch unsicher, ob er weiß, dass ich Gewahrschalt bin oder nicht, weil wenn ich drin geblieben wäre, dann, ja, hätte ich einfach auf Mysto-Schwert gehen können, Schlappohr wäre weg gewesen und ja, keine Ahnung, ob er das weiß oder nicht. Auf jeden Fall war das sehr interessant, dass er auf die Rückkehr gegangen ist. Hat auf jeden Fall gut gemacht für ihn, ne? Ist auch gut gelaufen, aber ich glaube, er hat einfach nicht erwartet, dass ich Warsha Kaleo bin. Die Sache ist jetzt aber, dass ich die Möglichkeit gesehen habe, mit Restadero zu sweepen. Denn ich sollte mich eigentlich gegen das ein oder andere von oder aus seinem Team setupen können. Aber aktuell brauche ich es auch nicht wirklich. Denn Akrobatik besiegt seinen Schlappohr logischerweise. Und jetzt hat er noch sein Karabuiki bei einer sehr unschönen Range. Er hat noch seinen Heatran und seinen Chanera zum Beispiel. Aber die machen halt sowieso nicht wirklich viel gegen meinen Restadero.
Die Sache ist, dass er auch keinen Wahlschar-Heatran hat. Das heißt, ich bin schneller, kann auf den Turmkick gehen. Ich bin hier nicht auf Ableitkick gegangen, falls er irgendwie ein defensives Set ist. Dann könnte es ja vielleicht nicht ausreichen oder so, war mein Gedanke. Selbst wenn er Schutzschild gehabt hätte, wäre das nicht schlimm gewesen. Was ich aber auch nicht auf einem Luftballon-Set erwartet hätte, denn das scheint mir ein eher offensiveres Set zu sein. Und die Sache ist, jetzt haben wir halt die Situation, von der ich geredet habe. Karabrücki ist jetzt nach den Tarnsteinen in einer super guten Range, denn ich werde ihn so ziemlich besiegen können. Eigentlich muss ich auch keinen Turmkick riskieren, weshalb ich hier auf die Akrobatik gehe, denn die sollte Karabrücki ja auch besiegen. Und damit ist Karabrücki weg. Und somit bin ich in einer wunderschönen Situation. Denn er wechselt jetzt in Lydia rein, in sein Cesurio, aber das ist mir auch so ziemlich egal, weil die Tarnsteine halt liegen, das heißt ein potenzieller Fokusgurt ist weg und ich kann einfach auf Ableitief gehen und dieses Cesurio auch besiegen. Das heißt, wie gesagt, diese Tarnsteine, dass ich die rausbekommen habe, war super wichtig, weil es hätte halt, wie gesagt, ein Fokusgurt-Set sein können, plus eben dieser Chip, den ich auf Capricci bekommen habe, das war halt richtig wichtig. So, jetzt hat er noch Chanera und ja, ich habe halt einen Kampf-Pokémon gegen ein Chanera. Das sollte ich normalerweise gewinnen. Die Sache ist, dass ich jetzt hier auf Ableitief gehe und das reicht gar nicht. Chanera ist einfach viel zu bulky. Und er geht auf ein Weichei und kann sich halt wieder gegenheilen. So, ich habe halt einen Schwertanz im Set, auf plus 2 werde ich ihn besiegen. Aber ich dachte mir so, letztendlich hätte ich einfach auf 2 mal auf Ableitief gehen können, wir hätten das Ganze ein bisschen beschleunigen können. Aber nein, er ist halt auf die Heilung gegangen, weshalb ich hier nochmal einen Schwertanz raushole, damit ich das jetzt wirklich beschleunigen kann. Denn es lohnt sich jetzt hier nicht mehr groß, ja, jedes Mal Ableitief zu spammen oder auch auf Turmkick zu gehen, weil wenn Turmkick daneben geht, dann wäre es halt einfach nur unnötig. So, lieber auf die sichere Attacke gehen. Denn er macht mir ja nicht wirklich viel, außer eine Donnerwelle oder eben Geowurf. Und ja, das ist mir so ziemlich alles egal, weil Geowurf nicht viel Schaden macht und mit Ableitief heile ich mich halt gegen. Und er hat ja sogar Toxin gezeigt, das heißt, er wird wahrscheinlich auch keine Donnerwelle mehr haben. Also jetzt auf plus 2 ist es immer noch kein 100-KO, was halt immer noch super traurig ist, aber immerhin kann er sich jetzt hier nicht mehr gegenheilen. Das heißt, ich werde ihn mit der nächsten Attacke safe besiegen. Und damit gewinne ich tatsächlich diesen Kampf relativ solide 3-0, nachdem das Anfangsgame, oder das Anfangsgame vor allem, also die ersten Runden nicht so super für mich gelaufen sind. Also ich habe ein paar Predictions gemacht, die ins Leere gelaufen sind und auch ein paar falsche Gedanken in Anführungszeichen gehabt, aber ich habe letztendlich meinen Gameplan gut ausgeführt, dass ich irgendwie dieses Capricci anschippen möchte, um dann mit Restadero durchzugehen. Und das habe ich geschafft. Restadero hat genau das dann in den letzten Runden gemacht, was es machen sollte, denn er hatte nicht wirklich die beste Restadero-Antwort. Ich kann mich gegen relativ viel aus seinem Team setupen, gegen Chanera, gegen Schlappohr hätte ich mich vielleicht sogar auch setupen können, aber ein Ice-Leaf hat mir ein bisschen zu viel Schaden gemacht, deswegen habe ich das nicht gemacht. Dann natürlich auch gegen Demeteros T, wenn das kein Z-Fliegen-Set war. Und ja, deswegen hatte ich da einige Optionen, aber ich musste halt vorher erstmal dieses Capricci anchippen lassen, weshalb ich auch ein paar Plays im Spiel nicht ganz verstanden habe und anscheinend hat er auch nicht ganz verstanden, wieso ich was gemacht habe, so an manchen Stellen, weil er hat anscheinend auch nicht so ganz mit Scarf Kaleo gerechnet. Ich glaube, das war etwas, was ihm ja, vielleicht auch gar nicht erst im Kampf aufgefallen ist, erst im Nachhinein. Denn das hätte tatsächlich auch ein paar bessere Aktionen haben können in diesem Kampf, wenn ich da nicht falsch prediktet hätte. Weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass er dachte, dass ich Wahlschlag Kaleo bin. Was ich ja auch war, aber anscheinend hat er das eben nicht gedacht. Aber egal, auf jeden Fall war es das dann auch von diesem Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin auch der Meinung, dass ich diesen Kampf relativ solide runtergespielt habe. Also ich bin hier auf jeden Fall zufrieden mit meiner Leistung. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit diesem Kampf. Wie immer, Bewertungen und Kommentare sind sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.